Leute, ich bin's wieder, Markus. Verdammt, freue ich mich heute Battlefield Hardline. Und letzten Dienstag kam keine Folge. Ja, weil ich Update nicht machen wollte. Also, es wollte nicht starten, es hat ja schon fertig gehabt, aber wollte es nicht installieren. Keine Ahnung, wieso das nicht wollte. Tag danach hat es dann geklappt und ja. Das ist richtig geil. Aber heute kommt jetzt eine Folge. Hoffentlich. Und Episode 9 ist mir angelangt. Unabhängigkeitstag. Ja, okay. Einen Brecher zu kommen war der reinste Albtraum. Einen millionenschweren Safe in der Firmenzelle eines privaten Sicherheitsunternehmens zu knacken, wird sicher nicht viel leichter. Der Unabhängigkeitstag. Bei Amerika, in Amerika oder was? Haftbefehl Kill Derrick Stuns Joan. Ich würde sagen, wir legen los. Ich sag immer, nach einer halben Stunde kommt ein Cut. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt oben ist oder nicht mal. So, jetzt warten wir auf den Load Screen, bis er fertig ist. Loading Screen. Auf jeden Fall, dass ich da weiß ich, dass hier noch den Tony da eine Panzer abgeballert hat, aber ich denke nicht, dass er tot ist. Ist mir ein bisschen zu leid. So, wir sind fertig. Zwei weiter. Was bisher geschah? Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dors Firmenzentrale. Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Oma sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Stoddard. Sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Nettes Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Verziehen wir uns nach Miami. Ja. Jetzt sind wir wieder, sieht in Miami. Funkgeräte, Uniformen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safe-Knacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt! Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räume ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Leck. Schaffst du könntest dich vor mir verstecken? Ich hab dir alles beigebracht. Alles cool bei dir, Nick? Verdammt, nein, das Schwein ab. Oh, Ladehemmung. So ein Pech aber auch. Oh, shit, Nick. Nick! Scheiße, Kai. Ja. Oh. Gerade ging mein Headset aus. Tut mir leid, Leute. Schnell wieder, wie es möglich war. Ja, sorry. Was ist das? Geh doch ran und sag hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, das will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Ist er tot? Jawohl. Ah, ich nicht mal Marke bekommen, dass ich ihn getroffen habe. Eieiei. Jetzt zieht einfach mal aus. Mitten in Action. Wisst ihr? Das... Eieiei. Loading screen. Loading screen. Loading screen. Der Tony kommt jetzt.
Das ist Donald. Okay, Tyson, wo steckst du? Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi, Leute. Sorry, hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mehr Rohre als in einer Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das all klar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Boah, das haben die Leute einfach immer langsam gesehen. Mann, ein furchteinflößenderes Haus hätte sich Dorf nicht aussuchen können. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Das wurde so gebaut, weil das hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann, mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas fühlt sich Dorf bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich rausstellen, hm? Los jetzt! Tyson wirft gleich das Seil ab. Alter. Hier, ich hab noch einen. Was für ein Scheißfeuer. Da ist der Fan. Wir haben es eilig, Boomer. Ich weiß. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich meine ja nur, wenn mir gleich 1 Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen 200.000. würde... 200.000. Oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich meine ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Ja, Theorie. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin, oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring das hinter uns. Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Rechner sein. Willst du etwa tauschen? Ja, ist schon okay. Viel Spaß. Netter Versuch. Was ist mit Seil? Nimm das Packhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Es gibt mehrere Eingänge. Sieht so aus. Eine Rampe hinten, eine Zwischengeschosstreppe auf der Seite und ein Haupteingang. Und viele Wachen. Eine Menge Wachen. Alter, wie sie es nicht sehen, das Seil. Alter, bitte, das muss man sehen. Alter, ganz ehrlich. Okay, das ist eine, das ist zweimal nicht. Und wir haben wohl mehrere Eingänge. Laufen wir mal so rum. Bis dahinter rein. Bleiben wir unentdeckt. Was haben wir denn hier? Wir haben wieder so ein Weg. Jetzt sind wieder zwei Bullen. Der ist allein. Oder wie ist das? Gibt es da überhaupt gute Spiele für? Es gibt viele gute Spiele. Okay, das ist jetzt wohl alleine.
ich sehe. Und muss niesen. Geht doch nicht. Was? Wir sollten uns mal umsehen. Sucht weiter. Sucht ihn. Er kann nicht weit sein. Da ist er. Ah, immer neu hier. Immer neu. Das war scheiße. Das war scheiße. Magnum. Slug. Okay, passt schon. Stirbst. Nimm das Packhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Es gibt mehrere Eingänge. Sieht so aus. Eine Rampe hinten, eine Zwischengeschosstreppe auf der Seite und ein Haupteingang. Und viele Wachen. Eine Menge Wachen. Okay. Wenn die sich. Jeden Abend und jeden Morgen traten die Officers des MPD hinaus in eine Stadt voller Fremden. Wir mussten die Verbrecher finden, die sie in ihren Okay, ich scheiße. So war nicht geplant. Da war was! Hast du eine Ahnung, was das hier alles soll? Personalübersicht im Wachbüro gesehen? Hey, so. Hier sind heute Abend verschiedene 75 Mann. Was? Jemand sagen würde, was? 75 Leute. Jawohl. Wie komme ich denn hier rein? Ich hätte irgendwas gehört mit Packers rechts. Ich glaube, der kommt nicht.
Wenn dann mit Seilrutsche, ne? Ich so. Ne, sehe ich nicht. Sonst würde dann ein Zeichen stehen. Okay, probieren wir mal links mal. Was das so abläuft. Also rein logisch. Na, hallo? Ich hab gescannt. Okay, dann lass ich nicht scannen. Was? Hä? Laber nicht. Ich hab kein Shit, Alter. Ich bin dann gesehen. Obwohl da eine Wand stehen ist. Ich hab keinen. Typen in den Kopf ballern und zusehen, wie der Kopf wegsplattert. Dann sind Handyspiele vielleicht nichts für dich. Boah. Oh shit. Hat einer einen Kaugummi? Ich hab ne Fahrgemeinschaft. Da geht sowas nicht. Okay. Ist Dawes oben? Heute nicht, aber irgendwas bewacht. Hat ja auch einiges zu verlieren, der Mann. Ist was Interessantes in den Papieren, Mann? So, Experten Level 15. Schalldämpfer hier? Schalldämpfer. Okay, dann müssen wir eine andere Waffe, glaube ich, nehmen, oder gibt es keinen Schalldämpfer? Diese Version ist ein bisschen scheiße.
Schalldämpfer. Nimm mal mit. Haben wir dabei. Magnum. Ja. Alarmanlage deaktiviert, jawohl. Hey! Keine falsche Bewegung! Wir machen... Security, die Hände hoch. Ah ja. Klar doch. Okay, den Code kann ich doch knacken. Jawohl. Irgendeinen Code geknackt, aber... Wird jetzt irgendwas geöffnet, oder? Was? Da war was. Nein? Okay, dann nicht. Okay... Der ist nichts geöffnet, okay. Müsst du rein? Nein? Hm. Leute, ich bin auf der 19. Die Wachleute feiern hier eine Party. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Wetten, wir steigen 19 plötzlich in 5 Leute. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Naja, Hot Dogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Tyson, wir sind auf 20. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin von einem Eckbüro, das wohl renoviert wird. Wir sind unterwegs. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Eines Politikers aus Chicago. Alter. Ja, die feiern eine Party. Was war das denn? Was
12.000 Jahre Zivilisation. Wir können immer... Okay, jetzt wird's komplizierter. Jemand hat einen von uns umgelegt. Komm schon, such sie! Er ist hier okay, sicher noch bleibe hier. Komm schon, da drüben! Ich kann nicht weit sein. Eieiei. Ich nach, ob hier irgendwo einer ist. Haltet die Augen offen. Es hat einen erwischt. Augen auf. Wir müssen ausschwärmen. Einen von uns hat erwischt. Na, läuft doch mal. Wenn ihr einen seht, schießt. Hey, Alter, was ist das? Warum müssen da zwei Leute stehen? Auf einmal. Was ist das, Alter? Meine Fresse. Wenn mich einer gesehen hat. Ach komm, fickt euch doch einfach in den Arsch. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin von einem Eckbüro. Das war renoviert werden. Deine Mutter, du Spaß. Hier ist das unterwegs. Miami, nicht schlecht. Scheiße.
dicker Bullshit einfach. Da stehen. Was? Hey, was? Was? Ja. Geben und dann lebt er da. Ich war schon. Ah ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Ist eine halbe Stunde um. Bis dann.